Wir reden heute über unser Last-Minute-Sieg gegen Mainz 05, das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Nie im Leben, nie im Leben. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ja, 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 ja. Wir haben diese 3 Punkte geholt, die so extrem wichtig waren. Ich hatte ja gestern schon mal in dem Kurzvideo gesagt, das war natürlich erstmal einfach nur meine Emotionen nach dem Spiel. Ja, heute können wir ein bisschen genauer auf das Spiel schauen. Ich hatte es gestern schon angekündigt gehabt, dass ich da nicht viel groß analysieren will. Das wollte ich lieber heute machen. Und zwar, wir als Werder-Fans können jetzt einfach auch mal so ein, zwei Fazit schon mal ziehen. Ich meine, die Bundesliga ist jetzt vorbei für dieses Jahr. Es geht nächstes Jahr weiter am 2. Januar. Es kommt nur noch der DFB-Pokal. Aber ganz entscheidend eigentlich ist, wie haben wir denn gespielt? War die Art und Weise des Spiels irgendwie so, dass man gesagt hat, ja, das könnte man mit ins neue Jahr nehmen? Meine Antwort daraufhin wäre nein. Denn auch wenn wir viel Ballbesitz hatten, gerade in der Anfangsphase, hatte man nie so wirklich das Gefühl, dass wir damit auch wirklich was anfangen können. Also, dass wir gefährlich werden können im Sinne von viele Torchancen rausspielen. Das war nicht so. Indem wir groß dem Gegner zeigen können, wir machen das Ding hier heute. Auch das war nicht so. Ja, das Spiel im Allgemeinen fand ich extrem langsam zwischenzeitlich. Die Konter von Mainz waren eigentlich im Prinzip das, wo mal Geschwindigkeit da war. Aber unser Spiel war extrem auf Ballbesitz und langsamer Spielaufbau irgendwie ausgelegt. Ich weiß nicht genau, ihr könnt gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin auch bei euch, wenn jeder von euch sagt, wir haben jetzt die 3 Punkte geholt, das ist in dem Spiel egal. Verstehe ich absolut, kein Problem. Mir geht es nur darum, wie spielen wir in Zukunft weiterhin? Also, ich war am Anfang erstmal verwundert, weil ich dachte, Fünferkette gegen Mainz. Hat sich aber sehr schnell rausgestellt, dass wir nicht in Fünferkette gespielt haben, sondern in Viererkette. Groß hat vor der Abwehr gespielt, also Mittelfeld. Und war da praktisch so ein bisschen der Allrounder. Und an der Stelle muss ich Groß auch einfach mal absolut loben. Groß mit einer bärenstarken Leistung. Unfassbar viele Bälle geholt. Viele verlorene Zweikämpfe, die gefährlich hätten werden können, hat er direkt zunichte gemacht, hat er direkt wieder zurückgeholt den Ball. Also nicht von ihm verloren, sondern von anderen. Also wirklich extrem starkes Spiel. Topper hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass er nicht wirklich im Spiel drin war. Vorne muss ich wirklich sagen, war einfach zu wenig wieder los. Wenn ich da rausheben würde, wäre so ein bisschen Romario Schmid einer der Kreativposten. Osako war jetzt wirklich nicht so, dass es sein schlechtestes Spiel war, aber es war natürlich auch nicht sein bestes Spiel. Also einfach relativ unauffällig und die eine Chance bei der Flanke war ganz gut und eine Abschlussposition, aber mitten aufs Tor, die war eigentlich nicht groß erwähnenswert. Sargent sich wieder reingebissen, muss man aber auch sagen, den Kopfball 2 Meter vor der Linie komplett frei vom Tor, war wieder so eine Situation, wo du eigentlich hochspringst und dann einfach reinmachst. Da musst du Kraft, Druck hinterbringen, ein bisschen Aggression hinterbringen und Tor, ne? Aber hat er nicht gemacht, schade. Ehrendienst dafür hat am Ende gezeigt, wie man so einen Kopfball macht. Ich fand Tai Chang, als er reingekommen ist, hat auch einfach wieder dieses Tempo reingebracht, was ich ja immer sage. Tai Chang sucht auch dieses 1 gegen 1, sucht das Tempo, hat immer so den Blick Richtung Tor, hat ihn scheinende Vorlage geführt, Ehrendienst, wirklich Zuckerflanke. Man muss an der Stelle einfach sagen, es wäre für mich persönlich ganz, ganz blöd und bitter, wenn Tai schon gehen würde. Bei Manchester United sagt er, er kriegt zu wenig Einsatzzeiten. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also wie gesagt, ich habe jetzt nochmal ein paar Spieler, bin ich einzeln drauf eingegangen. Mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr zum Spiel? Es geht nicht um das Ergebnis. Und das Ergebnis sind wir uns alle einig, das nehmen wir mit, alles gut. Ne? Es geht darum, wie spielen wir in Zukunft? Schreibt eure Traumformation, die ihr gerne spielen wollen würdet, in die Kommentare. Schreibt eine Elf in die Kommentare. Wen sollte man mehr fördern? Findet ihr nicht auch, dass man vielleicht einen Agu mehr Einsatzzeit geben sollte auf der Seite von Gebre Selassie, der sehr schlapp gewirkt hat, gerade Richtung Ende? Alles mal in die Kommentare rein und danke für den riesen Support. Kuss auf die Nuss und schöne Weihnachtstage weiterhin. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Ciao.